Christel. Oh. Wie ich. Es ist doch viel schlimmer. Du tratscht mit ihr über mich. Ist dir schon irgendwas aufgefallen? Du hast ihn gekauft? Ich glaub's ja nicht. Ja, ich muss sagen, Unterhaltszahlung haben wir's für nicht. Du verlierst deinen Ehemann und kriegst ein Auto. Glaubst du, damit kann ich Kerle aufreißen? Auf jeden Fall. Also, ich muss los, lass dich nicht unterkriegen. Danke für den Tee. Mhm.